einmal durch das einmalige in der Bibliothek da, oder zweimal habe ich mir das, glaube ich, da auch geholt. Und irgendwie hänge ich gerade fest. Was soll das? Ich möchte weiter. Hallo. Oder dann, dass ich halt die anderen Kassen auch ausgeraubt habe und so. Dadurch ist halt einiges zusammengekommen. Hier ist eine Tür. Wie komme ich durch diese Tür? Ach so, genau. Ich erinnere mich, es gibt später noch eine Falle. Da sage ich dann euch auch Bescheid. Da fällt der Boden runter. Der landet dann hier und dann geht die Tür auf. Man kommt hier durch die Tür wieder raus und darf den ganzen Weg nochmal machen. Also, toll. Aber ich weiß glücklicherweise, wo diese Fallen sind. Das heißt, ich kann sie hoffentlich umgehen. Hallo, Vogel. Möchtest du nicht runterkommen, damit wir dich totschlagen können? Denn du hast bestimmt noch schöne Items für uns. Und hier ist doch irgendwas. Moment. Ein Skelett. Genau, dieses Skelett greift uns nicht an, aber in der Nähe des Skeletts kommen halt die Dinger mit den Stacheln hoch. Und sobald ich es treffe, läuft es weiter zu den nächsten, um die da zu aktivieren. Ich muss das Skelett, glaube ich, besiegen, damit die Tür da aufgeht. Oder es war der Vogel, ich bin mir nicht mehr sicher. Es kann auch sein, dass der Vogel einen Schlüssel hat. Und, ja, ich habe keine Magie mehr. Das Skelett wird von den Stachelbällen getroffen, auch gut. Aber ich glaube, die machen keinen Schaden. Wäre jedenfalls schön, aber nein, die machen keinen Schaden. Ohne Magie ist es irgendwie ein bisschen witzlos hier, weil ich nur so eine kleine Reichweite habe. Das ist total nervig. Komm schon, ich stirb jetzt. Danke, ja gut, er gibt mir den Schlüssel und wie ihr seht, er ist tot. Die Dinger kommen nicht mehr raus, aber ich möchte jetzt trotzdem den Vogel noch hier irgendwie besiegen. Ich meine, der kommt runter und greift mich an. Aber ich kann mich auch irren, oder? Moment, ich kann doch bestimmt... Ah, nein, da muss ich näher ran. Komm schon. Oh Gott, er kommt. Oh Gott, er kommt. Aua. Toller Bug. Der ist mitten in der Luft stehen geblieben. Dann, wenn ich gerade gedacht habe, oh toll, jetzt kann ich ihn ja einfach treffen, greift er natürlich weiter an. Mistvieh. Komm her. Komm her. Wir gehen auf Vogeljagd hier. Wir brauchen einen Vogelfänger. Aber irgendwie... ist der jetzt nicht mehr ganz richtig. Der ist ein bisschen verschoben. Der sitzt nicht auf der Säule, sondern daneben. Seht ihr das? Aua. Ja. Geld. Toll. Ein Cash ist. Das hat sich ja voll gelohnt, hier den Vogel zu bearbeiten. Naja, was soll's. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. 25. Boah. Also, das war auf jeden Fall gut, dass wir hier runtergegangen sind. Denn wir haben jetzt bis zum Ende des Spiels ausgesorgt. Ja, die Viecher greifen mich auch nicht an. Die aktivieren aber gerne die Plattformen, die Feuerbälle werfen oder schießen. Und dann greifen die mich damit an. Oder die versuchen mich auf die Stachelplattformen da zu schicken. Schubsen deswegen. Ja, eh tot. Stirb. Komische Augen. Was sollte überhaupt sein? Ja, gut, Augen. Aber, was genau sind das für Viecher? Ball. Nein. Komm schon. Okay, mit meinem Ball kann ich da nicht wirklich punkten, weil die einfach zu beweglich sind, dass ich da die vernünftig treffen kann. Und komm her! Ich möchte dich jetzt treten und schlagen und besiegen, damit du uns hier den Schlüssel gibst, damit wir weiterkommen. Hallo? Hallo? Ja, genau. Voll ins Gesicht. So ein Feuerball, das tut gut. Schöner Morgen so, ne? Da fängt der Tag gut an. Aber egal, wir haben... Okay, wir brauchten keinen Schlüssel. Wir haben einfach so die Viecher besiegt und konnten das dann hier öffnen. Gut, gut. Und wir sind wieder hier am Anfang. Da, wo der... Nein! Oh, ich dachte, das Ding wäre oben. Okay. Holen wir es wieder runter. Ich habe es einfach nicht gesehen. Auf jeden Fall sind wir wieder da, wo der Baumstamm runterkam. Das heißt, ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Das wäre äußerst unpraktisch. Weil einmal schön geschafft. Und, oh Gott. Moment. Ich muss mich eben konzentrieren. So. Tief durchatmen. So. Das war, naja, war nicht wirklich richtig durchatmen. Aber egal. Komm, spring, Twinsen. Du brauchst keine Angst zu haben. Du kriegst das hin. Spring, Twinsen. Moment, näher ran. So. Und gut, geschafft. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass ich hier noch runterfalle. Ihr seht, da sind wieder die Statuen. Und da sind so ein paar... Na, der hängt am Schalter fest. Da sind wieder so ein paar Dinger, die Feuerbälle werfen. Das heißt, ich gehe hier am besten jetzt lang und springe über den Schalter drüber. Denn ich habe keine Lust, mich hier von irgendwas erwischen zu lassen. Da war ein versteckter Schalter. Da war er. Ich dachte, er wäre hier gewesen. Okay.
Dum, dum, dum. Ich darf bloß nicht ins Loch fallen. Dann ist alles in Ordnung. Okay, Moment. Ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche anderen versteckten Schalter. Deshalb springe ich jetzt über das letzte Loch und ich habe es geschafft. Juhu, es geht weiter. Und, ah, oh, coole Musik. Ja, du darfst es nicht treffen. Okay. Hier ist ein Hase. Wieder so ein Hasi-Skelett. Wow, der weicht sogar aus. Aber, na gut, da hinten ist eine Wand. Oder es ist eigentlich da nichts, aber eigentlich müsst ihr euch da eine Wand denken. Ein Herz, aber na, da bin ich nicht schnell genug. Aber, okay, vergessen wir das Herz. Versuchen wir lieber hier durchzukommen. Ja. Ich meine wirklich, die Dinger töten mich. Aber, oh, gutes Timing. Vorsichtig, dann schießt du die Bälle hoch. Nein, doch nicht. Ich dachte, du schießt die Bälle hoch, wenn ich im vorsichtigen Modus bin. Lass uns mal durch. Danke. So, na gut, das Herz ist weg. Da oben ist ein Schalter. Der verleitet ja geradezu dazu, dass wir ihn betätigen. Aber ich werde diesen Schalter jetzt nicht betätigen. Denn wir haben hier die Tür offen und den Boden. Dann hätte ich den Schalter betätigt, wäre die Tür zugegangen. Und die Plattform wäre nach unten gegangen und da sieht man, ist ein Durchgang. Und dann wären wir da rausgekommen, wo ich vorhin gesagt hatte, ja, da ist ja noch eine Falle, die uns dahin bringt. Und deswegen war es gut, dass wir den Schalter nicht aktiviert hätten, haben. Denn sonst hätten wir den ganzen Mist nochmal machen dürfen. Yay! Und hier, ich weiß noch, dass hier irgendwas war, bevor ich jetzt da oben über die kleinen Plattformen hier laufe. Genau, ein Pilz, den möchte ich noch haben. Und dann denke, ja, ich möchte den Pilz noch haben, dann wieder runterspringe, hole ich mir den noch lieber vorher. So. Lebensenergie, Lebensenergie, Lebensenergie ist gut. Springen wieder zurück. Möglichst ohne uns aufzuspießen, hast du gut gemacht, Vincent. Ich bin sowas von stolz auf dich, ey. Ach, dein Spieler sein zu dürfen. Ja, aber vor allem als dein Spieler voll gegen die Treppenstufen zu laufen, macht Spaß hier. Der Running Gag, der von den Depp vom Dienst meinte. Nicht schlecht. Noch mehr Geld. Wow. Also, einmal im Tempel von Bü und du bist reich. Musst nie wieder für irgendwelches Geld sorgen. Und wie aktiviere ich das jetzt so? Okay, Treffer. Und dann, ah gut, das war ein bisschen doof. Hier rüber. Nein. Naja, wenn ich jetzt hier runterfalle, ist auch nicht so wild. Und da kann ich rüberspringen. Das ist mir jetzt egal. Ich mache es jetzt auf die vorsichtige Variante, die nicht darin besteht, gegen die Treppe zu laufen. Sondern die darin besteht, einfach jetzt hier rüber zu springen. Weil ich könnte jetzt auch auf dem kleinen Vorsprung da stehen, auf den ich ansehe hier. Und dann rüberlaufen und irgendwie von da versuchen, den Schalter mit dem Ball zu aktivieren. Aber wozu, wenn ich auch hier rüber springen kann? Und aktiviere ich nochmal, ich sagte, ich aktiviere nochmal den Schalter. Plopp. Und ich wechsle schon mal in den sportlichen Modus. Denn hier muss ich wieder rüberspringen. Oder darüber laufen. Nein, ich glaube, das hätte nicht geklappt. Auf jeden Fall springe ich hier rüber. Wunderbar. Hier habe ich erst gedacht, ich müsste auf der Plattform stehen. Und dann von da aus den Schalter aktivieren. Habe da endlose Versuche gebraucht. Aber man kann ihn einfach von hier aktivieren. Dann kommt die Plattform rüber und hält hier. Das heißt, ich gehe einfach auf die Plattform drauf, werfe den Ball und voilà. Wir können rüberfahren. Diesmal gehe ich hier aber nur im normalen Modus lang. Oh Gott, ich dachte gerade, ich wäre runtergefallen. Blöde Plattform. Nein, da kann ich nicht drüber springen. Ich möchte mich jetzt hier nicht runterfallen, weil dann ist es zwar nicht weit und es tut mir nicht weh, aber es ist nervig. Und ich hoffe, ich bin richtig. Jawohl. So. Jetzt hier noch runterzufallen wäre jetzt natürlich sehr peinlich. Deswegen tue ich das nicht. Nein, nein. Ich gehe rüber und voila. Voila, meine ich natürlich. Wir sind hier. Und ich gehe mir wieder in den sportlichen Modus, denn wer hätte das gedacht, eine weitere Falle. Diesmal ist es kein Baumstamm, sondern ein Felsbrocken. Auch nicht viel besser. Tschüss, Felsbrocken. Vor allem diese tolle Animation, ne? Naja, aber für damalige Zeiten war das echt nicht schlecht. Das ist eine weitere Statue oder Büste. Und die haben wir jetzt geöffnet. Also den Raum dazu haben wir geöffnet, damit wir da rankommen. Hier ist eine Leiter. Ich meine, man könnte irgendwie Leitern... Nein, man kann Leiter nicht runtergehen. Ja. Und hier seht ihr... einen... Oh Gott. Das wusste ich nicht mehr, dass da noch ein Felsen runterkommt. Hier seht ihr auf jeden Fall einen Zaubertrank. Dann drin hört ihr das. Ja, ihr hört das. Da ist nämlich ein Skelett drin gewesen. Das hätte uns angegriffen, wären wir da einfach reingegangen.
Ja, und jetzt haben wir wieder volle Magie. Das ist wunderbar. Hier sehen wir schon, da ist das nächste Podest, wo wir die Statue draufschieben müssen. Und sie funktioniert genauso. Aber erstmal müssen wir da dran. Und jetzt seht ihr das hier, drei Schalter. Und erinnert ihr euch noch, was der... Ich musste gerade in den Namen denken. Ah, Pummel, genau. Ich hatte gerade den englischen Namen, das ist ein Zverus, im Kopf. Und er hat gesagt, betätige jetzt den Schalter in der Mitte. Und dann den Schalter rechts. Und, oho, es hat sich eine Treppe gebildet. Und jetzt muss ich aufpassen, denn hier sind wieder, also ich meine, irgendwo hier bei den Säulen sind versteckte Schalter im Boden. Wenn ich da drauf trete, ändert sich wieder die Treppe hier. Oder die Plattformen ändern ihre Höhe. Und dann ist alles umsonst, dann muss ich rumprobieren, anstatt einfach hier die einfache Lösung benutzen zu können. Aber es hat jetzt wunderbar geklappt. Ich bin oben, kann mir die Statue holen. Das war schon wieder das Herzklopfen. Seht ihr das? Ich frage mich, woher das kommt. Das ist nicht immer. Nein, das war auch einmal, als wir nicht in der Nähe der Statue waren. Aber in der Nähe der Statue ist das auf jeden Fall. Na egal, wir haben ihn jetzt runtergeholt. Das ist kein Herzklopfen mehr. Okay, das scheint nur in gewissen Gebieten zu sein. Und jetzt gehe ich mal hier lang, um euch zu beweisen. Da sind wirklich versteckte Plattformen. Schalter, die die Plattform eben bewegen. Und das ist nicht gut. Weil wenn man, ich habe mir ist das schon passiert, dass ich hier war und ewig lange an diesen Schaltern rumgespielt habe, bis ich endlich die Plattform so hatte, dass ich hoch konnte. Bin dann voller guten Dinge, will zur Plattform gehen, draufspringen und was ist? Plöpp. Und schon verschieben sie sich wieder. Da habe ich echt gedacht, boah, blödes Spiel. Aber nein, es ist kein blödes Spiel, es ist ein tolles Spiel. Ich finde es echt geil. Und hier sind wieder Skelette. Aber diese werde ich nicht besiegen. Ich renne einfach dran vorbei und... Hast soeben die zweite Magiestufe erreicht, da Yes! du das Bü-Buch wiedergefunden Wir hast. haben das Buch von Bü wiedergefunden. Und jetzt erfahrt ihr auch, warum ich die Skelette nicht bekämpft habe. Denn sie erkennen mich an und beten mich an. Ist das nicht geil? Vor allem die Soundeffekte dazu. Hoho, geil. Naja, wir haben das Buch. Und wir haben jetzt auch die zweite Magiestufe, ne? Das heißt, wenn ihr mal... Na, Moment. Nicht das Skelett angreifen. Wenn ihr mal den... Nein, das ist mir zu gefährlich. Man sieht jetzt hier im Inventar noch den gelben Ball, aber unser Ball ist jetzt grün. Wir haben mehr Magie, doppelt so viel wie vorher. Und ja, da unser Ball jetzt grün ist, machen wir mehr Schaden. Und ja, wir können grüne Klone töten, was wir vorher nicht konnten. Mal sehen. Bübuch und Prophezeiung. Enter-Taste, um die Prophezeiung zu lesen. Dank dieses magischen Symbols hast du soeben die zweite Kraftstufe erreicht. Du kannst auch die Runenschriften lesen und mit den Tieren sprechen. Ja, also dieses Buch hat auf jeden Fall ziemlich tolle Fähigkeiten. Und ich sag einfach mal, lassen wir Twinsen es mal lesen, ne? Deswegen bin ich mal still und hört gut zu. Der Tag wird kommen, an dem jemand unter den gegenwärtigen oder zukünftigen Arten sich erheben wird und sagt, diese Welt ist von nun an mein und die Schlüssel der Macht gehören mir. Dieser Tag wird kommen, da Habgier und Gewalt unter allen Arten des Universums herrschen. Sollte an diesem Tag die Gefahr zu groß sein, wird sich der Auserwählte zu erkennen geben. Er wird sich gegen den Tyrannen erheben und ihn beseitigen. Er wird die Völker befreien und versöhnen, weil seine Vorfahren im Laufe der Zeit Waffen und Informationen für seinen Sieg bei ihm zusammengetragen haben. Indessen braucht er vier magische Symbole, um zu siegen: die Tunika, das Bübuch, Sendels Medaillon und eine Flasche klares Wasser. Am Tag der Gefahr wird Sendel dem Erben in seinem Schlaf ankündigen, dass die Stunde des Endkampfes geschlagen hat. Er wird sich dann zu Sendels Brunnen begeben müssen, wo sie ihm ihre Mächte anvertrauen wird. Oh ja. Ja. Man merkt schon Dieses anscheinend. Buch ist ein Oh. Hüter des Wissens. Es ermöglicht, auf den Steinen zu lesen und mit den Tieren zu sprechen. Ja, hier wurde jetzt die Fähigkeit demonstriert, dass wir diese Platten lesen können. Und es existiert noch eine weitere Platte in unserem Haus. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt gezeigt habe oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gezeigt habe. Ob ich den Geheimgang gezeigt habe. Auf jeden Fall existiert in unserem Haus eine Platte. Und die werden wir auch lesen. Und wir werden da hingehen.